kleines Highlight auf unserer Garage. Das stellen wir auch gleich fertig, weil das sieht, finde ich, echt cool aus. Sind ja alle. Ah, der war nicht ganz fertig, das. Ich weiß, ich würde eine tolle Aussicht, aber ich muss so wirklich ganz nach unten halten, sonst bekommt das die alte nicht geschweißt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wenn sie hinkniet, dann ist es besser. Ne, auch nicht. Muss wirklich so ganz nach unten. Das hört sich auch wieder so falsch an, oder? Wenn die alte hinkniet, dann kann sie es besser. War nicht so gemeint, wie sie's anhört. Ich schwör. Es ist einfach schon wieder viel zu spät. Ich gehöre ins Bett. So, wo sind unsere Stahlplatten? 67? Mann, haben wir schon unter 500 Stahlplatten verknallt hier? Komm, mach nochmal. Und im nächsten muss ich dann wieder ein bisschen Erz abbauen gehen. Gleisen. Die brauchen wir gerade nicht. Die brauchen wir gerade auch nicht. Eis haben wir zum Glück auch noch genug. Für Eis müssen wir einfach so einen großen See finden und das, was halt aussieht wie ein See, das ist halt ein See aus Eis. Und das können wir dann abbauen und dann können wir unseren Oxygen Generator wieder betreiben. Sauerstoffgenerator. Danach habe ich gesucht. So, dankeschön. 500 Stück nehmen wir mit. Mann, die. Also die Frau, die ist echt ein Traum, hey. 500 Stahlplatten in die Tasche rein und los geht's. Macht ja gar nichts aus. Starke Frau. So, farblich müssen wir das natürlich irgendwie noch hervorheben. Mit Schwarz vielleicht? Nein, schauen wir mal. Aber ich will es einfach nur mal ganz fertig haben. Ja, wie gesagt, ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Zwei Blöcke sind 50 Stahlplatten. Wow, wenn ich mich hier so umschaue. Die Garage, wir haben viele Blöcke. Hilfe! Okay, also ich muss zugeben, wenn nur der obere Teil fertig ist, sieht schon ein bisschen blöd aus. Aber ich denke, wenn nachher alles fertig ist, dann sieht es echt cool aus. So, und was ich auch noch gedacht habe, aber hier kommen die Bäume, ne? Ja, hier ist so ein scheiß blöder Baum. Aber wir können es ja da hinten anbauen. Und zwar, ich möchte nicht mehr in der Garage unsere Raffinerie mal anbringen oder so, sondern ich möchte dafür einen extra Raum haben. Wahrscheinlich wäre es klug, wenn ich den hier hinten irgendwo ansiedeln würde. Hinter der Garage. Oder... Ja, oder... Oder wo? Also hier nicht, hier ist zu viel Gemüse. Zu viel Grün. Wir bauen das alles ab und zu mit unseren schönen Stahlplatten und den ganzen Planeten dicht. Nee. So, und die Sonne geht wieder auf. Sehr schön.
So, dann würde ich mal sagen, wir machen uns ans Werk. Und zwar, ich kann mich nicht mehr davor drücken. Es wird Zeit, ein Fahrzeug zu bauen. So, bam. Fertig. Alles einstecken. Ne. Das wäre natürlich noch das Cockpit, weiß ich auch. Kommt gleich. Aber dazu muss ich jetzt wirklich in die Ego-Perspektive, sonst wird das nichts. So. Nicht wundern jetzt, ihr denkt, huch, was macht denn der hier? Ich mache jetzt einen schönen Stiefel. Nein, ich mache das mit Absicht ein bisschen höher. Da ich ja noch vorhabe, an der Seite Räder anzubringen. Ich hoffe, das ist jetzt auch hoch genug. Testen wir doch einfach mal kurz. Vorausgesetzt, ich will jetzt... Die hier finde ich eigentlich ganz gut. Das Schlimme ist bei den Teilen, ich weiß nie, wo oben und unten ist. Gehören die jetzt so hin? Oder gehören die so hin? Ah, nein, nicht so. Mann. So. Oder so. Preisfrage. Würde ich sagen, so. Auf jeden Fall reicht es von der Höhe her. Bisschen Luft nach unten. Werden wir nicht vom Radlöcher schlagen. Schön. Machen wir es wieder weg. So. Cockpit habe ich noch nirgends raus. Okay, machen wir es auch hier hin. Machen wir es mal weg. Cockpit. Konsole. Leitseat, nein. Normales Cockpit. Oh nein, wir nehmen das Fighter-Cockpit. Wir haben einen Kampfrover. Ohne Waffen. Na komm, Räder. Machen wir hier hin. Ich glaube, das Licht können wir da ausmachen. Es wird Tag, jawohl. Unser Kampfrover nimmt Gestalt an. Ich habe so die Befürchtung, wir müssen schon langsam ein bisschen was ausbauen hier, also ausschweißen. Sollen wir das Cockpit gleich fertig machen? Was brauchen wir denn dazu alles? Oh, da brauchen wir ganz schön viel. Energy low. Schon wieder. Oh, halt, meine Lieblingsfarbe habe ich ja vergessen. Moment. Moment, Moment, Moment. So. Hier zu sein, ich habe nur eine ganz grobe Vorstellung, wie der Rover aussehen soll. So wirklich genau weiß ich das noch nicht. Unten in der Mitte. Da müssen wir noch das, wie heißt es, Luftventil anbringen.
Okay, das heißt, die Mitte müssen wir frei lassen. Okay. So. Ist ja immer noch nicht wirklich, was das werden soll, ne? Ich habe so wieder die Befürchtung, das wird schon wieder zu groß, auch wenn ich extra ein kleines Fahrzeug ausgewählt habe. So wie ich mich kenne. Wird das dann mal zu groß? Oh, wir müssen unsere Energie. Wir brauchen Energie! Erst 50%. Mann, das dauert ja ewig. So, jetzt aber. Weiter geht's. Hallo? Wieso kann ich hier nichts anbringen? Doch, jetzt geht's. Ach, diese, das ist einfach diese blöde Perspektive. Sitzt der jetzt richtig? Nicht denn so, dass schon zur Mitte zugeht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich wird der hier besser. Ach ja, da gibt es so viele Komponenten. Ich muss hier mal aussortieren. Ich muss hier die Leisten alle richtig setzen. Bisher ist das um Gottes Willen. Nehmen wir einfach mal die hier. Braucht gerade keine Türen. Das auch nicht, das auch nicht. Das kommt alles weg. So, dann schauen wir mal. Da sind noch mehr solche tolle Blöcke. Die haben wir draußen, aber uns reicht leichte Panzerung. Wir brauchen keine schwere, sonst sprungen wir uns ja mit den Schallplatten zu Tode. Wir gehen ja noch keine Kämpfe ein. So, also die haben wir draußen. Den. Armor Slope. Rounded. Okay, versuchen wir mal. Ich würde sagen, reicht es über 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na da, natürlich um 1 nicht. Okay, wir nehmen die nächste Leiste. Wir haben ja ein paar davon. So, den hier. Den. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Man sollte auch die richtige Tasche drücken. Ja. Wieso positioniert die sich immer so scheiße, damit ich nie sehe, wie der Block wirklich aussieht? So, okay. Und der hier ist dann so. Hm.
Okay, das würde ich quasi benutzen, wenn ich dann was Größeres wieder hier anbringen wollen würde. So, wie sieht denn der aus? Ich hasse das, die Rotation, ich hasse das. Okay. Okay, alles klar. Ne, also ich, wenn, dann würde ich eigentlich wollen. Und ich glaube, E1 zu hoch, ne? Hier händet ja das Cockpit. Ich freue mich, das jetzt hier anbringen. Ich sehe das nicht mit diesem scheiß Gitter. Muss da echt mal wieder eins aufschweißen. So. 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 Okay, die Frage ist jetzt nur, was würde ich da drunter anbringen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Die Kamera. Ich drehe durch. Echt. Ja, doch, der hier. So. Zum Beispiel. Dann geht's hier schön auseinander. Okay. Und dann müsste eigentlich der hier kommen. Theoretisch. Das war nicht den. Kriegt er nicht richtig. Kriegt er nicht positioniert. Oder bräuchte ich da den Spiegel verkehrten? Das schauen wir uns mal ganz kurz. Da gibt es mich den auch noch. Das wäre dann die 8. Um Gottes Willen, das stimmt ja überhaupt nicht. Was? Was ist das jetzt? Wieso hat der jetzt so eine Delle? Und der auch. Was? Was ist jetzt passiert? Grafikfehler oder was? Meine Herren, das fängt ja gut an. Okay. Wo ist denn da? Das stimmt ja überhaupt nicht. So habe ich das gar nicht hingesetzt. Und wieso verbeult der dann auch hier mal alles? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Aha. Genau. Also das sieht mir doch mal stark nach einem Bug aus. Also das kann ja wohl nicht sein.
So, aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier lange rumprobiere, was hier das Problem ist, beziehungsweise wie das so wird, wie ich es gerne haben will, würde ich sagen, das mache ich dann wieder ohne euch. Kann aber nicht so schwer sein. Da hat sie das passende Gegenstück zu finden. Wahrscheinlich ist es doch so schwer. Oder ich stelle mich nur mal wieder so blöd an. Das möchte man ja auch nicht ausschließen unbedingt, ne? Das ist, alles ist möglich. Sowieso, wenn die Rotation einem so auf die Nerven geht. Ne, ich lasse es jetzt. Ich würde es auf jeden Fall... Hätte ich da jetzt gerne... Hätte ich auch so ein schräges Gegenstück. Kann man nicht sein, dass hier vielleicht so das ganz einfache schräge Gegenstück hier hinpasst? Nee, das wäre zu einfach, oder? Nee, das kann nicht sein. Oder doch so? Das ist vielleicht besser? Nee, um Gottes Willen, nee, das passt ja gar nicht. Um Gottes Willen. Nee, also wie gesagt, da probiere ich ohne euch. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Alles klar, bis gleich.